Liebe Rosa, lieber Neo, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich beginne mit einem bekannten Text, der dann noch etwas weitergeht. Rosa Loy malt nicht auf, sie schafft eine eigene, sogar neue und vielleicht hoffnungsvolle Welt. Rosa Loy lädt uns ein zu solchen Wechselbädern des Empfindens und gibt Anstoß zu lauterer Freude über die Entdeckung von Überraschungen, die in uns selbst stecken. Ich möchte noch anmerken, dass Rosa Loy zuerst Gärtnerin war und das auf ihre Weise auch immer noch ist. Die Kommunikation mit sprachlosen Lebewesen ist etwas Eigenes. Pflanzen danken es, wenn sie stattfindet, indem sie wachsen und blühen, und sie verdorren, wenn man ihre Sprache nicht versteht. Man kaufe eine Hollywood-Schaukel, unter reifen Sonnenblumen soll sie aufgehängt sein, man durchblättert beiläufig schöne Literatur, während ein Auge schon nach der geschäumten Milch schielt. Sommerfreude. Helmut Prate, schon lange Jahre befreundet, und der macht gemeinsam mit Herrn Richter diese Galerie schon einige Jahre und hat mich dann letztes Jahr gefragt, ob ich hier mal ausstelle im Sommer. Das habe ich natürlich sehr gern gemacht, weil der Ort sehr schön ist und das Haus ist toll, und ja, so ein Sonnabendnachmittag ist eigentlich wie geschaffen für eine kleine Eröffnung. Ich finde es sehr schön, ich habe noch nie in Halle ausgestellt, und im Saalkreis auszustellen ist für mich ganz neu, und vor allen Dingen in der Nachbarschaft meiner Verwandtschaft. Die können jetzt jeden Tag hierher gehen, sich die Bilder angucken. Und was ich sehr schön finde, dass man hier im Garten sitzt und Kaffee trinkt und Kuchen isst und dann sich auch noch die Ausstellung ansehen kann. Mich inspiriert das ganz normale tägliche Leben. Das, was so passiert, jeden Tag. Zum Beispiel in der Hollywood-Schaukel liegen und Nachmittagsschlaf halten. Ich mag alle Bilder, manche später mehr und zu unterschiedlichen Zeiten. Aber es sind halt alles meine Bilder. Ich mag die schon, sonst würde ich sie nicht zeigen. Die werden so lange bearbeitet, bis ich sie mag. Schön, und wenn man oben reinkommt und dieses Dobis im Tal liegen sieht, ist super. Und bin so begeistert und eigentlich überwältigt, dass so ein kleines Dorf sowas auf die Beine stellt. Natürlich das Paar, das dieses Herrenhaus betreibt und für die Ausstellungen sorgt und für die Künstler, die hier ausstellen. Und gerade diese Ausstellung, also das ist doch, das könnte Berlin machen oder Dresden oder Leipzig. Leipzig war es, glaube ich, schon. Aber ausgerechnet Dobis, ich finde das toll. Gerade dieses Bild mit dem funkelnden Ring, worauf ja auch angesprochen wurde jetzt bei der Eröffnung, habe ich vorher nicht gesehen. Aber jetzt. Ich verspreche mir auch von der Ausstellung noch viele schöne Momente.